Ja, hallo. Das gute Leben, oder vielleicht soll ich konsequenter sagen, die guten Leben. Schließlich sind sowohl gut als auch Leben zwei sehr subjektive Begriffe. Und da ich nicht vorgeschrieben bekommen möchte, wie ich gut zu leben habe, möchte ich auch kein allgemein und überall gültiges Ideal darüber aufstellen, wie genau ein gutes Leben auszusehen hat. Ein paar Dinge gibt es dann aber doch, die zumindest notwendig für ein angenehmes Leben sind, die sozusagen den Rahmen bilden. Und um die soll es jetzt gehen. Gut, die guten Leben. Ist das maximale Genuss? Wenn es danach ginge, könnte ich mich vor den Rechner setzen, Hartz IV beantragen und den Rest der Welt egal sein lassen. Das produziert bei mir zumindest so einige Glücksgefühle. Oder noch direkter, ich könnte Heroin nehmen oder mir eine Kanüle mit Endorphinen legen lassen und den Rest meines Lebens glücklich verbringen. Das wären dann wahrscheinlich so 2 Jahre, vielleicht 2 Wochen. Aber es käme ungefähr auch selber heraus wie das vorige Beispiel. Das kann es also nicht sein. Ähnlich ist es auch mit Essen, Wohnraum und so weiter, den Überlebensnotwendigkeiten. Ohne die werde ich kein angenehmes Leben haben. Nicht mal lange leben werde ich ohne die. Aber alleine reicht nicht für ein gutes Leben auch nicht. Und dann gibt es natürlich noch mehr Bedürfnisse. Soziale Bedürfnisse, sowas wie Anerkennung, Austausch, Intimität, Gemeinschaft, Unterstützung von Familie, Freundinnen, Partnerinnen, nennen oder Partnern, Anerkennung. Die Selbstbestimmung für manche mehr, manche weniger, die ich in meinem Leben habe, dass ich das selbst gestalten kann. Und last but not least, die Vermeidung von Unzufriedenheit, dass ich in den Spiegel gucken kann, dass ich sagen kann, ja, es ist okay so. Also, um das nochmal zu wiederholen, es muss also eine Abwägung dieser verschiedenen Bedürfnisse geben. Der Überlebensnotwendigkeiten, von Genuss und Glück, von sozialen Bedürfnissen, von Selbstbestimmung und von Vermeidung von Unzufriedenheit. Wenn man sich nur einfach mal umhört, dann hört man selten, ja, das ist ein gutes Leben, was ich führe, oder super alles. Man hört meistens, es ist ganz gut, oder viel häufiger sogar noch, ja, mir geht es ja besser als den anderen. Das kann dann sein, ja, mir geht es besser als mein Großeltern vor 50 Jahren. Mir geht es besser als den da drüben oder den im Süden, den Afrikanern oder was auch immer. Und das ist als Schutzmechanismus, damit man nicht unzufrieden wird, auch durchaus sinnvoll. Aber eben nur die halbe Wahrheit. Falls jetzt jemand zum Beispiel von Neonazis zusammengeschlagen wird, dann wird der oder die auch nicht sagen, ja, ich hätte ja auch umgebracht werden können. Das stimmt zwar, aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Es ändert überhaupt nichts an der Situation, dass er zusammengeschlagen oder sie zusammengeschlagen wurde. Und genauso ändert auch so ein Vergleich nach unten nichts an der Situation. Falls man nun von diesem Vergleich wegkommt, hört man auch verschiedene Gründe, warum das Leben nicht gut ist. Die einen sagen, ja, der fiese Chef oder die fiese Chefin. Die langen Arbeitszeiten oder Studienzeiten und daraus folgend wenig Zeit für Kontakte oder Hobbys. Oder keine Arbeit und kein Geld oder wenig Geld. Dafür wird dann auch wieder gesagt, ja, die Ursachen sind ganz unterschiedlich. Manche sagen, der Chef als Person, der ist so egoistisch oder so fies oder sadistisch. Die Wirtschaftsbosse vielleicht, ja, die Großen, ja, die machen alles falsch. Die sind korrupt, egoistisch, fies, sadistisch. Die Banken, die sind schuld, weil die so viel spekulieren, als deren Schuld. Oder die Politiker, alle unfähig, alle egoistisch, alle korrupt. Tja, kann das denn die Wahrheit sein? Kann es daran liegen? Können wirklich alle herrschenden Politiker korrupt sein? Mit der gelegentlichen Ausnahme, die die Regel bestätigt?
Können alle Wirtschaftsbosse nur geldgierig sein? Da denke ich halt, das hat auch noch andere Gründe. Wenn man sich das Ganze mal unter einem anderen Blickwinkel ansieht, macht es mehr Sinn, finde ich. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass der Staat seine Interessen verfolgt, sind die Politiker auf einmal sehr fähig. Wenn man davon ausgeht, dass diese Interessen sind, Stabilität des Systems, unseres Gesellschaftssystems, der sozialen oder freien Wirtschaft, wie auch immer, und Wachstum, damit Menschen Arbeitsplätze haben oder damit Steuern reinkommen, Sozialprogramme, damit diese Stabilität gewährleistet wird. Also diese beiden, welches das Grundverlegen wollen, Stabilität und Wachstum, die Ziele des Staates. Und mit all diesen Programmen und mit all diesen Festlegungen, die der Staat dann festlegt, ist es auch wieder vollkommen logisch, was die Wirtschaft macht. Die Wirtschaft, zu der ich dann auch die Banken rechne. Auch die müssen wachsen, da sie ja durch den Staat auf die Konkurrenz festgelegt sind. Es wird da nicht dafür produziert, was gebraucht wird, sondern für den Geldgewinn. Das Geld ist der Maßstab und damit das Mittel für Wachstum und Erfolg. Es wird also immer nur für dieses Geld produziert. Und daraus folgt dann natürlich auch, dass der Chef einhetzen muss, damit es der Firma gut geht. Das ist dann ganz unabhängig davon, wie nett oder nicht nett die Erstperson ist. Und das sind jetzt wohlgemerkt nur die ökonomischen Gegebenheiten. Dazu kommen auch solche schönen Sachen wie Sexismus, Rassismus, Ableismus, Homophobie, Klassismus und dass Tiere, die gezüchtet, geschlachtet und gegessen werden, kein gutes Leben haben, ja, das ist ja eigentlich auch bekannt. Das alles sind jetzt Hindernisse für ein gutes Leben, oder besser soll ich sagen, Hindernisse gegen ein gutes Leben. Das heißt natürlich nicht, dass wenn alle diese Hindernisse beseitigt werden, es sofort ein gutes Leben nicht einstellt. Aber zumindest wird es in diesem Rahmen sehr schwierig sein, ein gutes Leben zu führen. Gegen diese Analyse, die jetzt natürlich ganz kurz war, gibt es dann immer wieder verschiedene Einwände. Eines ist, naja, das Geld, das wird doch gebraucht. Das ist doch ein Tauschmittel. Auch da würde ich sagen, das ist doch bloß die halbe Wahrheit. Wenn ich jetzt um mein Haus eine Mauer baue und dann ein Tor einbaue und sage, guck mal, ich habe ein Tor gebaut, damit ihr mich besuchen könnt, dann würdet ihr mich wahrscheinlich komisch angucken. Denn erst einmal habe ich eine Mauer gebaut, um mich draußen zu halten. Und genauso ist es auch mit dem Geld. Geld als Tauschmittel macht nur Sinn, wenn erst einmal die Menschen vom Privateigentum ausgeschlossen sind. Ein anderes Problem mit dem Geld, das ich noch gar nicht angesprochen habe, ist, dass man davon nie genug haben kann. Wenn ich zu Weihnachten Socken oder Bücher bekomme, habe ich irgendwann genug davon und sage, ach, ein paar Socken, Dankeschön. Oder ein zweites Buch, ja, muss halt umtauschen. Aber ein Geldgeschenk wird man nie mehr haben. Und davon kann man nicht genug haben. Und daraus folgt natürlich auch wieder, dass wieder nur jedes Geld überschreitet wird. Ein anderer Einwand kommt, ist, naja, es ist ja alternativlos. Wenn ich jetzt sage, ich kann nicht sehen, weil es dunkel ist, und es ist dunkel, weil die Lampe aus ist, dann wird auch jemand sagen, ja, da gibt es keine Alternativen. Was sich also in diesem Alternativlos verbirgt, ist nicht so sehr die Frage nach Alternativen, sondern bereits die Feststellung, dass es gar nicht anders gehen kann. Wenn man mit dieser Einstellung, dass es gar nicht anders gehen kann, an jede Fragestellung herangeht, dann kommt man natürlich auch genau mit diesem Ergebnis raus. Die Frage bleibt natürlich, was kann man nun machen, um ein gutes Leben zu führen, um diese Hindernisse beiseite zu räumen? Eine der radikalsten und ältesten Antworten ist die Gewalt. Aber ganz abgesehen davon, dass sie das Leben von anderen als anderer als gut macht, bringt sie nichts oder nur selten. Im Gegenteil, sie ist oft schädlich.
weil sich Leute dadurch abgestoßen fühlen, zurückgewiesen oder sogar persönlich angegriffen. Heutzutage sind auch Demonstrationen sehr beliebt, als das große Mittel. Auch das ist unbedingt sinnvoll, da sie oft an Regierungen gerichtet sind oder an darum gebeten wird. Ja, bitte, macht doch was ihr wollt. Wir sind hier so viele, ihr müsst doch eigentlich euch dem Volk stellen, wo schon in diesem Wort, sie müssen sich dem, was das Volk ist, stellen, schon drin steckt. Das muss eigentlich kommen. Naja, am Ende habe ich leider auch, oder zum Glück auch, keine endgültige Antwort. Was mir aber wichtig ist, ist einmal informieren, in Frage stellen, Alternativen aufzeigen. Die Rahmenbedingungen verbessern, zum Beispiel durch ein Grundeinkommen, zum Beispiel durch Reformen, die den Menschen mehr Zeit und mehr Möglichkeiten schaffen. Wo nötig und womöglich zusammenzuarbeiten und vor allem dort zu arbeiten, wo man selber enthusiastisch dafür ist, um damit Energie zu